Der 27.8. Sonntag, Osaka Pressezentrum. Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Persona 5 Strikers. I am Akira Kanoe, Founder and CEO of Medis. Hier mit mir, dem J-Mo. Und weiter geht's. Die Pressekonferenz steht an. Ich bin ganz gespannt, was jetzt rauskommt und wie es mit Emma weitergeht oder den Gefängnissen. On behalf of the company, I have an announcement of grave importance. Recently, I stated my company had been targeted by the Phantom Thieves in an attempt to discredit our company. Ist lustig, ich glaube, sie haben alle denselben Pressekonferenzraum. I now admit that this was a total fabrication. With ohne Wahrheitsgehalt. Sorry, ich bin schon wieder zu früh raus. I, Akira Kanoe, am the true culprit. I devised a plan to accuse the Phantom Thieves of a terrorist plot, so I could conceal my own heinous crimes. Specifically, so I could abuse Emma and gain control of people's hearts. I publicly admit the virtual assistant app, Emma, contains a function that allows me to manipulate other people. Also mal abgesehen von der manipulierenden Eigenschaft, dass sie Leuten sagt, was sie kaufen sollen, weil es auch schon manipulierend ist. Using specific language, I could change their hearts and make them do as I wished. Yes, this process is essentially brainwashing, and I have scores of evidence proving it works. The change of heart epidemic that has plagued this nation is entirely my own doing. By controlling people's hearts, I was able to make them do my bidding across the entire country, including horrific crimes. This includes the death of Shuzo Ubukata, the head researcher of our Okinawa research facility. Instead of taking responsibility for my actions, I shifted the blame onto the Phantom Thieves. I must also confess, these are not my only crimes. Es ist lustig, dass keiner in der Pressekonferenz sagt, es fehlt komplett. Over 20 years ago. Oh ja, manipulieren, alles klar. Ja klar, ist uns bewusst und so. I claimed that my father was killed during a home invasion. When the one who really killed him was me. Ich hoffe, er nennt aber auch die Gründe. I took my father's life, then I attempted to frame others for my crime, so I could avoid any repercussions. These are the crimes I confess to you all. As of today, I will be stepping down as CEO of Medis and turning myself in to the police. Oh, das reimt sich. Emma will be shut down. The AI will be wiped from the servers. All these terrible things were done for nothing but my own selfish desires. So now I must do the right thing and bring myself to justice. Das sind nur Fotoapparate, die da sind. Keine Menschen, die sagen auch kein Wort, nix, keine Emotion, kein Gefühl, nada. Aber ja, das ist die Pressekonferenz gewesen von Kunoe. Alles gesteht. Jetzt schauen wir mal, was die Konsequenz daraus ist. Controlling people's hearts? Is that real? Ja, das wirkt ein bisschen crazy, ne, wenn das jemand so sagt. Wait, Emma? Like the app, Emma? Gleich mal löschen, ja? Oh shit, better delete that. Kanoe-san, I thought you were a hero to this country. I knew it. I knew the Phantom Thieves were really the good guys. Nice try there. Oh yeah! Yes! It really worked! Comeback win for the Phantom Thieves. We've brought down the mastermind. Looks like the case is finally closed. Once we confirm Emma's no longer running, our work will be done. Yep. Once that's done, everything's up to the police and the courts. In fact, I'll head over and pick him up now. Good luck. I hope it goes well for you. Aber was ist mit Ovada und Co? Yep. Also was ist mit Ovada an sich? Well, off I go. Weil der fehlt ja noch.
now, what should the rest of us do? We'll probably hear all about it tomorrow. At that point, I suppose we should get back to Tokyo. So we're finally nearing the end of our journey. Yay! What say we wrap it up with a round of sightseeing? It looks like Osaka has plenty to check out. Gibt's nicht noch irgendwas anderes, wo wir hin können? Nagasaki, Hiroshima, keine Ahnung, das war's, mir fällt nichts mehr ein. Ooh, sounds good here! So, once the jails disappear, the trip will be over. Ja, was passiert mit Sophia dann? Die Zeit verging wie im Flug, wir waren lang unterwegs, endlich geht es nach Hause. Wir waren lang unterwegs, das stimmt allerdings. Und weit vor allem. You think so? It felt like an instant to me. Hey, do you remember the deal we made? I joined the Phantom Thieves, and in return, I learned about the heart. Ja. I've experienced so much on this journey, and learned all sorts of feelings. But I still don't truly understand the heart. Glaub mir, das versteht man auch nicht einfach so. All this time, I've had the same query. What is the difference between you all and Kanoe? He was trying to help people, wasn't he? And the Phantom Thieves do the same thing. Ja, aber der Weg. However, everyone instead argues that Kanoe was wrong. What exactly was wrong? Seine Kindheit, die Engstirnigkeit seines Herzens. Er war ganz allein. Ja, gut, das stimmt auch. Niemand, der ihm auch like all of you. Vielleicht auch den Weg weisen konnte, war er die ganze Zeit alleine. But there's something else. The Phantom Thieves live their lives following their beliefs. But Kanoe and his monarchs, they couldn't do that. The Phantom Thieves must have strong hearts to live as they do. When our journey ends, I won't be able to help you anymore. And our deal will be finished. If the jails disappear, I won't be able to learn about myself anymore. What should I do? If I had a strong heart like the Phantom Thieves, maybe then I could choose my own path. Now hang on there, Sophia. I think you got the wrong idea. Just because we're going back to Tokyo, that doesn't mean your deal's up, right? Natürlich nicht. Sie gilt immer noch. Es ist noch nicht vorbei. Ja, es ist noch nicht vorbei, finde ich sehr passend. Really? You think I'm kidding? The jails may go away, but we've still learned a whole lot on this trip. And there's gotta be some evidence about your past here in the real world. So how's about we all go looking for it together? Ja, da bin ich da. Da bin ich voll für. Und gut, du kannst auf uns zählen. Sicher finden wir es heraus. Du kannst auf uns zählen, das ist immer schön. Oh. Don't get me going too. We're all friends here. Feel free to hang out in this guy's phone as long as you like. Was ist, wenn er sich ein neues holen will oder es kaputt geht oder was auch immer? We'd welcome the company. Das tun wir. Du kannst meine Untermieterin sein. Komm mit uns. Komm, du kannst meine ja, ist so ein bisschen, ne? Wir freuen uns sogar über deine Gesellschaft. Ja, komm mit uns. Das tun wir. Ja, ich finde es schöner als komm mit uns, einfach nur zu sagen. Yo, what's the holdup, guys? Whoops. Looks like we're being slowpokes. Let's get going. Schauen wir uns Osaka noch ein bisschen an. Yay! Und was passiert jetzt? Midis Hauptquarter Osaka. Mr. Kanoe, what is going on? Everything you said, was that true? Anklagender Angestellter, okay. Please, settle down. I'm sure Mr. Kanoe had his reasons for... It's fine. I admit I've made so much trouble for you. I'm entirely to blame. I'm on my way to turn myself into the police now. I apologize for leaving the company in such a state. Mr. Kanoe, allow us to spare you the drive. Excuse me, who are... Uh-oh, pause sec. We're the police. Akira Kanoe, you are under arrest. I'll spare you the list of charges.
How great it is to return a favor, Akira Konoe. And you are? The last monarch you installed was my only daughter. You toyed with and ruined countless lives, and now it'll be for nothing. You even used an innocent, grieving child for your own benefit. You're taking responsibility for what you've done. I'm so sorry. I was so desperate. I disregarded something so important. Free will. I was on the verge of stamping out what makes us truly human. I haven't turned out any different from my own father. Ja, schon ein bisschen anders, aber ja. On your feet. We'll hear it all at the station. All about the connection between Iwata and the top brass on our force. There's nothing you can do to earn my forgiveness. But your confession can save the lives of a whole bunch of people. It's what you wanted, right? Now's your time to be the hero. Huh? It's all up to you. Sing! Sing wie ein Zaunkönig! Der sagt gar nicht, was zur Hölle gehe ich hier vor? Was? Warum? Konoas Wasserkonferenz, sagen Sie nicht, dass die Phantom Thieves zu ihm kamen. Perhaps. Verstehen Sie, was das heißt? Wenn er irgendwas gesteht, sind wir erledigt. Sie machen ihn für alles verantwortlich. Davon darf nichts auf mich zurückfallen. No. Wir können es ja wie damals mit dem Sekretär machen. Hey, hören Sie mir zu? Abgeordneter Iwata. Was machen Sie hier? Moment, was? Was habe ich die ganze Zeit über getan? What? Was? Nein, sein Herz ist... Moment. Hä? Was? Ich bin irritiert. Egal, wir haben nachts. Alles ist vergessen. Der 27.8. Nachts in Osaka. Oder sind wir schon... Nee, stimmt nicht. Wir wollten ja nach Tokio zurück. Sind wir jetzt in Tokio? Nein, wir sind noch hier. Es ist spät geworden. Ob alle anderen sich noch unterwegs amüsieren? Taschenkatze. Gefällt euch Hosaka? Na, nachher wird gefeiert, also haltet euch mit dem Essen noch zurück. Treffen wir uns in einer Stunde? Eine Feier? Oh, überlasst das Lady Anne. Wie aufmerksam von ihr, alle einzuladen. Hm. Aber wir treffen uns erst in einer Stunde, bis dahin ist noch etwas Zeit. Wie wollen wir sie denn verbringen? Hm? In that case. Wir könnten Tenboto besuchen, ich würde die Stadt gerne von oben sehen. Oh, wir waren tatsächlich noch nicht dort oben, oder? Laden wir jemanden ein, mitzukommen. Oh je, wähle einen Partner für Tenboto. Das erinnert mich an eine Sache, die wir gemacht haben. Aber wir machen das natürlich wieder mit der guten Makoto. Das wäre eine schöne Idee. Wir schauen mal. Wie gesagt, wir werden das... Sind da nicht die anderen? Nee, wo sind die denn alle? Ich werde mal hier ein bisschen durch die Straße stromern. Und ein paar Sachen kaufen. We've got whatever you need. Ach, das kann man nur einmal kaufen. Thank you. Okay. Oh, was ist das denn? Für ein Anime-Werbungsgedöns. Was ist das denn? Feuer? Wahrscheinlich so ein Feueralarm-Melder-Ding? Blitzableiter? Keine Ahnung, vielleicht ist es eine Versicherung. Wirkt wie eine Versicherung. Hm, willst du wirklich alleine gehen? Du solltest lieber noch jemanden mitnehmen. Ja, okay. Wir speichern das genau hier auch ab. Das ist ganz passend, weil dann haben wir die zwei Entscheidungen, wen wir wann mitnehmen. Untereinander. Wähle einen Partner. Okay, ja dann. Was ist mit euch, Touristen hier? Ja, ich kaufe jetzt noch, ich gehe nochmal schnell zur Apotheke, kaufe da nochmal kurz was ein, dann quatsche ich mit unseren Leuten, die stehen ja hier alle auf einem Haufen. Wovon wir uns eine Person aussuchen sollen. Können wir nicht alle mitnehmen? Das sind alle Mädels. So, erstmal in die Apotheke.
Ja, wir nehmen das mit. Das war's leider schon. Dann quatschen wir erstmal mit den Jungs. Alter, ich bin erleichtert. Jetzt kann ich endlich einfach mal die schöne Zeit genießen. Hast du das nicht schon? Ich dachte, du wärst aus reinem Vergnügen mitgekommen. Nun mach mal halblang, Alter. Ich verausgabe mich nun mal gerne, okay? So oder so. Ist bis zur Feier noch etwas Zeit. Sollen wir in der Zwischenzeit irgendwas besichtigen? Willst du mit den Jungs nach Tenboto gehen? Eher nicht. Sorry, guys. Eher nicht. Es hat nichts mit euch zu tun an sich, aber nee. Ich lade lieber eine der Damen ein. Oh, Mugen, bist du beschäftigt? Wir wollten gerade eine kleine Teestunde abhalten, um uns die Zeit zu vertreiben. Bis zur Feier bleibt gerade noch genug Zeit, um einen Ort zu besichtigen. Gehst du mit Lady Anne und den anderen nach Tenboto? Ja, sorry, Jungs. Warum gehen wir nicht mit allen zusammen dahin? Das verstehe ich nicht. Egal. Come on, come on! Gute Idee, Mugen. Dann gehen wir alle zusammen. Können wir die Jungs auch mitnehmen? Weil es ist ja echt lächerlich. Dass wir nicht alle zusammen... Scheinbar nicht. Wow, die... Wow, die Aussicht ist atemberaubend. Wow, wir sind echt hoch. Schau dir all diese Lichter an. So spannend. You're right. Man kann ganz Osaka von hier sehen. Komisch, gerade noch haben wir da gekämpft. Ich wette, all dies bedeutet euch noch viel mehr, jetzt wo ihr Konoha besiegt habt. Wenn nur Owada mit ihm untergehen würde. Na schön, überlassen wir das Tenkichi. Inzwischen sollten wir die Aussicht genießen. Hey there. Hey, was ist das für ein Ding da drüben? Oh. Die Form kommt mir bekannt vor. So als würde sie voller Geheimnisse stecken oder so. Piep. Das ist das Banzaimura, das Maskottchen von Tenboto. Wer zu ihm betet, hat Glück mit dem Geld. Das ergibt Sinn. Passt zu einer Handelsstadt. Aww. Inari würde heulen, wäre er da. Er war traurig, dass ihm sein Preisgeld ausgegangen ist. Ich glaube, ich werde mal zu ihm beten. Das bringt der Firma sicher Erfolg. Ich gehe mal und wünsche mir mehr Modelaufträge. What's the plan? Wirst du dir auch was wünschen, Mugen? Weltfrieden. Herr mit der Kohle. Glück für die Phantom Thieves. Yes. Ich wünsche mir das auch. If that's so. Wir kamen so weit. Bitten wir alle gemeinsam. Ich möchte auf einem Laufsteg mit dem Besten laufen. Und dann will ich auch Naschereien. Ich möchte, dass alle meine Angestellten und Kunden immer ein fröhliches Lächeln tragen. Oh, ich wünsche mir, dass LeBlanc erfolgreich ist. Nicht zu geschäftig. Ich wünsche mir, dass meine Schwester und die Phantom Thieves immer glücklich sind. So. Los, du solltest dir auch was wünschen. Hab ich doch schon. Jeder wünscht sich etwas. Okay, es ist fast Zeit für die Feier. Wir sollten aufbrechen. Ja, Zeit für eine Party. Ich habe einen tollen Ort gefunden. Ich freue mich sicher. Ihr freut euch sicher darauf. Seht euch das an. So schön. Bla, 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 bla. Was? Ein Glück, dass ich mit euch hergekommen bin. Bla, 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 bla. Danke, dass du mich eingeladen hast. Was? Ja, okay. Oh, yeah. Mann, überall Pärchen. Naja, ergibt wohl Sinn. Das sind ja gerade Sommerferien. Der nächste Augenblick und die Stimmung sind auch... Der nächtliche Ausblick und die Stimmung sind auch toll. Perfekt für ein Date. Hey. Hey, Mugen. Wenn du jemanden auf ein Date hierher mitnehmen könntest, wer wäre es dann? Really? Wow, du hast ihn total überrumpelt. Ich würde das auch gerne wissen. Yep, yep. Ich will es auch wissen. Wer ist es? Diejenige, den ich... Liebe, ich kann mich nicht entscheiden. Ich bin mir selbst genug. Denjenigen, den ich liebe euch alle. Übrigens, also auf einer rein platonischen Ebene liebe ich euch eh alle.
Ich kann mich nicht entscheiden, ja. Das wäre das Fairste, was man sagen kann. Vielleicht auch irgendwie gemein, weiß ich nicht. Denjenigen, ich, sag ich mal das so. Aber wir wollen wissen, wer es ist. Willst du sagen, dass es keiner von uns ist? Das... Los, wir brauchen Details. Einverstanden. Das ist eine gute Gelegenheit. Du könntest uns wenigstens einen Tipp geben. Oh Mann, ey. Wieso sind alle so aufgeregt? Oh Mann. Das dauert bestimmt etwas. Ich hatte ein aufregendes Gespräch mit allen. Es wurde Zeit, also zogen wir los und trafen alle für die Feier. Wow. Osaka. Was? So let's Universe Sealand? Ja, auf diesen komplett abgeschlossenen Fall, naja. Cheers. Aber feiert ruhig. Soda really hits the spot after a job done right. Okay, Gramps. I'm curious, why Universal Land anyway? Universal Land. You've gotta hit up Universal Land when you go to Osaka. Plus, I thought it'd make a fitting atmosphere for our celebration. Ha, nice one, Lady Ann. You really know how to pick 'em. Dude, you should try to get a job here. You'd make it huge in your Phantom Thief form. Hey, don't treat me like some kind of mascot. This place really brings back memories of celebrating last year. We shared a lot of our lives together. Not just as the Phantom Thieves. Ja, vor allem Schulzeit, ne? Also, mehr oder weniger viel Zeit miteinander. Although this experience was quite different from our time opposing the palace rulers. Ja. Palace Hiragi, Ango Natsume, Mariko Hyodo, Akira Kanoe. There's no mistake they needed stopping. They each had very complex circumstances. Das stimmt, sie waren nicht so die, naja, die selbst gelitten hatten einfach. Und ausgenutzt wurden. Im Gegensatz zum ersten Teil, also Persona 5, wo sie quasi ihre Macht einfach ausgenutzt hatten, die sie schon vorher hatten. This isn't to negate the crimes they committed, but it's impossible to simply write them off as evil. Genau, das stimmt. You're right. They had all suffered so much. Everyone loses their way or faces hardship at some point. And it always has the potential to make a permanent impact on someone. But the biggest testament to a person's character is what they do after their hardship. As for the monarchs, they were all taken advantage of while they were lost. They changed the hearts of those around them to fit their ideals, and refused to accept their true selves. Still, such a fate could easily befall any one of us. If someone came to me, claiming to hold the means to solve all my problems when I was at my most hurt and desperate, I can't say I wouldn't have wound up in the same conundrum. Conundrum. Da war's schon wieder. Gut möglich. Uns passiert nichts. Wir haben einander. Das stimmt. Das ist ein großer Vorteil. I think we'll make it just fine. There you go, trying to sound cool again. If any of us were in trouble, none of the rest would leave him behind like that. Das stimmt. I'd be totally screwed without you guys, but when I'm with you, I feel like I can take on the world. Ryuji? That's true. We should especially keep a close eye on Ryuji. Ooh, the fist of justice may rise again yet. Why's that gotta be the first thing you jump to? He has a point. So long as we have each other, we will never stray from our path, no matter how painful. The Phantom Thieves are going to be fine. I guarantee it. Why are you saying that like you're not one of us, huh? You're a Phantom Thief too. Right. Sophia, Zenkichi and all of us make up the Phantom Thieves. Ich bin immer so ein bisschen, ich weiß es nicht, wie das ist mit Persona 5 Royal. Aber die Ereignisse, die da passiert sind, sind scheinbar hier vollkommen irrelevant. Ne? Thank you everyone. All right, let's keep the good times rolling and live it up one last night in Osaka. Ja. Yeah. Wir hatten alle viel Spaß im Universe-Land. Universal-Land. Fast sogar die nächste Stufe. Und jetzt geht's zurück nach Tokio? Immer noch nicht. Wir sind immer noch in Osaka. Was ist denn hier los? Wir hier weg. Es reicht.
My head's killing me. Still feeling all that soda from last night. War da Alkohol drin oder was? I'm quite nauseous as well. Symptoms processed. You have what you call hangovers. Is that right? Nein. Soda doesn't give people hangovers. Aber Bauchschmerzen kann man davon kriegen. It's more like that one stuffed his face too much and that one whacked his head on the ceiling when he got too rowdy. Oh, I understand. Seriously, don't misinform Sophia with such stupidity. Sounds like you damn kids are just as rambunctious as ever. Wo spricht er? Spricht er? Kommt er aus dem Tunnel oder was? We saw the news. Nice work bringing in Kanoe. Thank you for all your efforts. Yep. But there's still one last perp I've got to bring in. Perf. That's right. Owada. Yeah. I'm flying back to Tokyo pretty soon. Sounds like we'll be going our separate ways for now. Danke für alles. Wir sehen uns bald. Und du willst nicht bleiben? Wir sehen uns bald, sag ich mal. Sure. Once everything's settled. Well, I do still have some time left. I suppose I should send my partners off right. Yay! Ah, es reicht nicht für Level. Speaking of 47. Which. Oh, also wegen Emma. Die Polizei wird den Tokyo Tower durchsuchen. Dort stehen Emmas Server. Ich werde euch kontaktieren, sobald ich weiß, wann die Server heruntergefahren werden. Wenn ihr also noch was in dem Gefängnis zu erledigen habt, ist jetzt die Zeit dafür. Hm. Oh ja, klar, sobald Emma heruntergefahren wird, werden die Gefängnisse auch verschwinden. Wir passen besser auf, dass wir nichts vergessen und sehen uns auch in Osaka um. Well, in that case. Sprecht mit mir, sobald alles fertig ist. Und ich sage meinem Boss Bescheid. Also ist dann danach doch Finale. Das heißt, wenn wir jetzt noch wirklich was machen wollen, müssen wir das jetzt tun. Alle gehen ihrer eigenen Beschäftigung nach. Wie wäre es mit etwas Sightseeing? Du könntest ebenfalls die offenen Gefängnisanfragen angehen. Dafür müsstest du zum Versteck. Mehr freie Zeit haben wir wohl nicht auf dieser Reise. Erledige also alles, was du noch vorhast. Okay, es gibt keine neuen Anfragen. Das war's tatsächlich. Okay. Okay. Dann machen wir gleich das, was wir hier noch schön machen können, mit unseren Leuten quatschen, bevor wir gehen. Ich habe auf dieser Reise viele verschiedene Schilder gesehen, aber dieses sticht heraus. Eine simple Aussage für die Fettverbrennung und die Gesundheit. Man möchte sofort aktiv werden. Very well. Ach, dieses Schild. Moment, was hat er gesagt? Ich werde dieses Bild skizzieren als Abschluss unserer Reise. Ich nenne es Muskeln und... So willst du dich von dieser unserer Reise erinnern? Naja, Yusuke versteht mehr von Kunst als wir. Okay. Warum? Ich habe nachgesehen, wie es in unserem Laden hier läuft. Es arbeiten alle so hart und die Kunden sahen auch richtig glücklich und zufrieden aus. Ich will, dass sich in unserem Restaurant jeder willkommen fühlt. Wenn ich zurück in Tokio bin, muss ich genauso fleißig sein. So, also... Moment. Erstmal Bindungspunkte ausgeben. Wir haben ja jetzt alle Bindungen gefunden. Das heißt, noch eins. Regenerierung für den Angriff SP... Ah, noch eins regeneriert für den Angriff SP. Mächtige Angriffe regenerieren SP für die ganze Gruppe. Cool, Gewehrskill. Ja. Nehmen. Heilungsstärke. Das ist nämlich sehr praktisch, noch eins zu haben. Dann kriegen wir ja Punkte zurück. Was nicht verkehrt ist. Dann sparen wir darauf. Ich glaube, wir können uns vielleicht das nächste Level auch dann gleich holen. Jetzt laufen wir mal hier durch das Gemurmel durch. Dann ja auch nochmal hier zur Apotheke. Hoffen, vielleicht gibt es hier irgendwas. Souvenirladen ist das. Der ist das N. Entschuldigung. Brechen wir bald auf? Da wir nicht wissen, wann wir wieder herkommen, möchte ich mir etwas gönnen. Sobald ich die Okonomiyaki Schoko Totarte oder die Takoyaki
Madeleine nehmen? Also Madeleine sind diese spanischen oder Madalenas heißen die so Gebäck-Sachen. Ich kann es gerade schlecht beschreiben. So, wir nehmen nochmal Quick-Fix. Weil wir brauchen alles Mögliche für den Kampf gegen die Schneekönigin auf jeden Fall. Solange wir hier sind, sollten wir uns eine Portion Ramen gönnen, oder? Bislang haben wir überall Ramen probiert. In Sendai, Sapporo, Okinawa, Hakata. Da sollten wir es hier nicht vergessen. Verpassen. Mittlerweile haben wir alle Ramensorten probiert, die es in Japan gibt. Eine höllische Reise, aber das war es wert. Alle? Waren wir nicht erst in 5 Städten? Ach, du zählst doch kleine, doch keiner mit. So oder so haben wir krass viel Ramen vertilgt, das stimmt. Hm? Warte, in Kyoto haben wir keinen Ramen gegessen, oder? Irgendwann machen wir eine richtige Ramen-Tour. Ja, gerne doch. Oh, Mugen, schön, dass du da bist. Ich wollte noch Takoyaki essen, bevor wir aufbrechen. Aber ich habe eine zweite Portion gewonnen. Kannst du sie vielleicht essen? Ich schaff das alleine nicht. Aber gerne doch. Mit dir würde ich alles teilen, Makoto. Ich würde sie ja meiner Schwester geben, wenn sie hier wäre. Aber das ist gerade keine Option. Eine Portion reicht mir bestimmt. Sag mir Bescheid, wenn wir aufbrechen, okay? Aber sicher doch. So, und dann haben wir noch Futaba hier. Morin, du bist ein echter Geek. Jeder wahre Otaku würde zuletzt hierher kommen. Mir fällt gerade auf, dass wir diesen Sommer kaum Zeit hatten, nach Akihabara zu gehen. In die Arcade! Ich kann da nicht rein. Was soll denn das? Was war das hier nochmal? Ein japanisches Restaurant. Ich hoffe, wir können... Ja, wir können auch hier hin. Wir gehen hier und reiben mal kurz an Füßen. Das ist ganz wichtig. Ja, ich glaube, das ist gleich das Ende dieser Folge, weil das ist hier diese Aufbruchsfolge, was passiert ist, was uns bevorsteht. So, noch mehr Glück. Mhm. Sieht zufrieden aus, daher kann er uns sicher ein wenig Freude mit auf den Weg geben. Jawohl! Jetzt hat er sogar richtig reingehauen. Wir haben tatsächlich sogar noch das Level bekommen. Das ist sehr gut, weil das reicht genau noch für diese Stufe. Aber gerade so. Ich nehme mal an, es gibt ja auch maximal 3 Stufen. Bei diesen teuren Sachen gibt es immer meistens 3 Stufen. Aber nice. I like. Weiß nicht, ob ich hier zuhören brauche. Leider die Schuld der Phantom Thieves. Ich will nicht ohne Emma leben. Okay. Es ist eine krasse Einstellung. Das kann ich nicht... Kann ich nicht nachvollziehen. So, wir gehen jetzt nochmal hier da oben shoppen. Nein, das ist Joker. Das ist kein Joke. So, das machen wir auch. Wir haben ja jetzt ganz viel Glück und so. Vielleicht. Nein, nix. Na gut, dann nicht. So, und haben wir jetzt mehr Glück. Mhm. Selten. Immerhin. Wieder so ein abgelaufenes Parfum. Und dann haben wir noch den Supermarkt hier. Take your time. Thank you. Thank you. Okay, das war's. Ich speichere das hier. Leider gibt's in diesem Teil, glaube ich, keine wirkliche Liebesbeziehung, so, die man nachgehen kann. An sich bin ich jetzt fertig, auch mit der Folge. Ich werde jetzt eine Sache noch machen. Und ich weiß nicht, wie ich das nächste Folge handhaben werde. Erstmal mache ich den hier. Kitschi geht raus und wir nehmen ich mit Morgana. So. Okay, hier gibt es auch ein paar Skills, die ich umverteilen muss. Schwerer Windschatten gegen einen weiten Gegnerbereich. Ach nee, das habe ich noch nicht bekommen. Ah. Halt alle TP aller Verbündeten. Das ist teuer, ne?
Das haben wir es gewechselt. Ja. Ich lasse es mal so. Okay. Das war das. Habe ich jetzt gespeichert? Ich weiß gerade nicht. Aber. Ich weiß nicht, soll ich jetzt die Folge beenden? Ich wollte noch einen kleinen Testlauf machen. In Tokio auf jeden Fall. In dem Gefängnis. Ich will ja noch nicht weiter. Zur nächsten Stadt? Nee. Also jetzt haben wir mit Senkichi noch nicht gesprochen. Dann machen wir das nochmal schnell. Ich weiß nämlich nicht, ob... Hey, Kids. Am Anfang war es nur ein Deal. Jetzt bin ich volles Mitglied bei den Phantom Thieves. Das hätte ich wirklich nie gedacht. Nicht nur, dass ihr... Ihr habt mir auch noch das Kochen beigebracht. Ich hätte echt nicht gedacht, dass eine Bande nerviger Babys so fürsorglich sind. Aber dadurch habe ich Akane wieder lächeln gesehen. Das LeBlanc Carry ist echt der Hammer. Ich weiß, ich habe mich ständig nur auf euch verlassen, aber erlaubt mir hier aufzuräumen. Und bis dahin lasst ihr mich in Ruhe. Ah, stimmt, fast vergessen. Akane hat darauf bestanden, dass ich euch ein Geschenk besorge. Also hier, das ist von mir, von uns. Ein Schlagstock-Schlüsselanhänger? Ist vielleicht ein bisschen seltsam, den Phantom Thieves einen Polizeischlagstock zu schenken, aber ich fand es, er passt zu dir. Wäre doch cool, damit irgendeinen übermächtigen Bösewicht zu verprügeln, oder? Ein echter Held braucht keine starken Waffe. Weißt du, früher sind Verbrecher regelmäßig zu Polizisten geworden. Mach du es doch genauso und werde Polizeibeamter. Kein Interesse, vergiss es. Vielleicht mal sehen. Hä? Tatsächlich? Also, falls der Tag kommt, dann sorge ich dafür, dass du deine Befehle von mir bekommst. Verstanden? Hey. Ihr habt mir geholfen, etwas wiederzufinden, was ich vor langer Zeit verloren hatte. Wenn ihr jemals in einer ähnlichen Situation seid und nicht wisst, was ihr tun sollt, dann sagt mir einfach Bescheid. Ich werde der Mann sein, der ich damals hätte sein sollen. Oh, danke, Senkichi. Ja, es fühlt sich echt... sehr gut, alles. Will ich wissen, was das ist? Polizeischlagstock. Senkt körperlichen Schaden stark. Ein Geschenk von Senkichi. Okay, nehmen wir das mal. Weil so können wir uns tatsächlich noch bewähren gegenüber anderen Dingern. So. Ich beende jetzt mal die Folge. Es kann sein, dass ich kurz noch gleich was dazu schneide oder nicht. Und zwar den Kampf gegen das Tokio... Gedingse. Ich habe vergessen, wie das heißt, gegen diesen Killerbären. Bugs. Diese Düsterschatten heißen die, glaube ich. Genau. Das würde ich noch gerne machen. So. Wir sind jetzt hier. Theoretisch... Ich hoffe, das wird nicht so schwer. Mal schauen. Killer Teddy Bear. Gegen was ist das schwach? Gegen Wind und Fluch. Gut, dann gehen wir mal auf den Raben, scheinbar. Machen wir mal ein bisschen Fluchschaden. Der ist nämlich echt schwer. Okay, das geht eigentlich. So, den machen wir mal schnell down und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich den platt gemacht habe. Yes! Also, tatsächlich war der gar nicht so schwer, wie ich dachte. Wir haben es geschafft. Was? Psyche? Was? Wer wagt, gewinnt. Ob wir alles schaffen, weiß ich nicht. Es ging aber relativ gut. Also, wir schauen uns noch mal kurz an, was wir bekommen haben. Danach mache ich sofort die Folge. Irgendwas Psyche? Was? Glück plus 10.
Tüche Halskette, eine Halskette in Form der Glücksgöttin. Tüche? Das ist die Glücksgöttin? So, Sophia, die kriegt auf jeden Fall das dann. Da. So, jetzt hat sie ganz viel Glück. Okay, cool. Das lohnt sich ja richtig. Ich glaube, nächste Folge machen wir ein Special Kampf, Reste, Urlaub, Gedöns und kämpfen gegen die restlichen Dinger, die hier sind. Ich werde jetzt wahrscheinlich noch privat ein bisschen so durch die Reihen hier kämpfen und vielleicht noch alles nach Truhen absuchen und so weiter und so fort. Ich danke fürs Einschalten. Beim nächsten Mal machen wir noch, wie gesagt, ein bisschen Special. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ich hoffe, ihr werdet weiterhin Spaß haben. Wir sehen uns. Bis dahin. Euer Jemmo sagt Cheerio und Matane.